Also, Bibi, genau, dann will ich die. So. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich musste gerade das Chaos meiner Katzen aufräumen. So, halt, stopp. So. Auftrag. Jetzt. So, und der ist wo? Wie kommt man da hin? Ich glaube, von hier irgendwie sieht es zumindest so aus. Die kann man. Na, beweg dich doch mal. Man kann so schlecht, wenn die am Rennen sind. Moment, kurz. Nanu, schaut. Billy, was machst du denn hier? Tja. Ich habe im Gold Saucer an ein paar Rennen teilgenommen. Mit überschaubarem Erfolg leider. Darum will ich hier trainieren. Trainieren? Hier? Etwa nicht gewusst? Hier wohnt jemand, den in der Chocobo-Szene wirklich jeder kennt. Der legendäre Chocobo-Weise. What the fuck? Hat da jemand nach mir gerufen? Alles in Ordnung, Meister? Ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Ich übertreib mal nicht. Aber was seid ihr eigentlich für Vögel? Sucht ihr was Bestimmtes? Das ist Cloud. Er ist der offizielle Jockey für Bill's Farm. So, so. Na, das trifft sich bestens. Dann kannst du dich nämlich gleich mal hier nützlich machen. Die Sache ist die, es gibt da ein ganz besonderes Rennen namens Gold Cup. Damit ich dort teilnehmen kann, weiht mich der Meister in die Geheimnisse der Chocobo-Aufzucht ein. Mhm. Siehst du? Mhm. Also, der verarscht den doch. Von wegen Training. Der will den hier doch nur umsonst schupfen lassen. Ich glaube auch. Oder etwa nicht. Meine Rede. An deiner Stelle würde ich das lassen. Stimmt schon. Ich bin den ganzen Tag mit Saubermachen beschäftigt. Was wird da rumgetuschelt? Hä? Nicht quatschen. Arbeiten. Verzeihung. Nun denn. Ich hätte da gleich einen Job für dich. Einer meiner Vögel ist mir nämlich entlaufen. Und du wirst ihn mir zurückbringen. Hm? Wieso sollte ich? Die Gute heißt Selena. Ein Meeresschokobo mit einer Vorliebe fürs Wellenreiten. Und mit einem Temperament ausgestattet, dass selbst ich meine liebe Mühe habe, sie zu zügeln. Könntest du das übernehmen, Cloud? Du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Für dich ist das doch ein Kinderspiel, stimmt's? Es geht nicht zufällig um diesen Schokobo, oder? Oh, Selena! Hut ab! Diesen Vogel zu fangen, hätte nicht jeder vollbracht. Fast möchte man wagen zu behaupten, du stündest auf einer Stufe mit... wie hießen sie denn noch gleich? Ihre Namen wollen mir einfach nicht einfallen. Da wird man ja ganz verrückt. Da hat sie nicht mal alle. Ah, jetzt hab ich's. Sam und Will. Wie? Die besten Schüler, die ich jemals hatte. Und ich muss sagen, du scheinst tatsächlich das Zeug zu haben, eines Tages in ihre Fußstapfen treten zu können. Meister, erzählt mir mehr. Was wisst ihr noch über diesen Sam? Hey, immer
sachte. Bei diesem Sam, der euer Schüler war, handelt es sich dabei um Chocobo Sam aus Midgar? Glaub schon. Warum? Ich habe eine besondere Verbindung zu ihm. Ich bin nämlich der Sohn von Will. Was du nicht sagst. Ja, ja. Sam und Will. Die beiden waren regelrecht vernarrt in Chocobos und haben gelernt wie verrückt. Bessere Schüler kann man sich nicht wünschen. Aber das kann doch gar nicht sein. Dieser Sam ist ein Monster. Er hat meine Eltern auf dem Gewissen. Er hat sie in die Spielsucht getrieben. Ihnen Schulden aufgelastet. Bis sie... Das klingt aber nicht nach ihm. Bist du dir sicher, dass wir hier von demselben Sam sprechen? Es gibt nur einen Sam im Chocobo-Gewerbe. Darum will ich beim Gold Cup dabei sein, um ihm eine ordentliche Lektion zu erteilen. Ich werde die Ehre meiner Eltern wiederherstellen. Komme, was wolle! Na, das ist ja alles schön und gut, aber... Meister! Bist du nicht eigentlich hergekommen, um mehr über Chocobos zu lernen? War es nicht so? Na... Klar, Ahnung, worauf es hinausläuft. Als nächstes wirst du mir das Chocobo-Gras besorgen, das über Seen und dem Meer wächst. Dabei kannst du nämlich prima das Reiten auf Selena üben. Hey, das ist doch wieder so ein schwieriger Trick, um uns Arbeit aufzuhalten. Ja. Ja, ja. Chocobo-Gras ist ein wahres Wundermittel. Wenn ich das zu mir nehme, bin ich wieder fit wie ein Turnschuh. Wie viel brauchst du denn? Wir haben schon ein bisschen was eingesammelt. Wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich sicher auch eher in der Stimmung, ein wenig über die guten alten Zeiten zu plaudern. Der alte Sack spielt uns ganz klar was vor. Wenn du es nicht für ihn tun willst, dann tu es bitte für mich, Cloud. Ich muss wissen, was genau mit meinem Vater geschehen ist. Also schön. Die Sache mit dem Wachsen über Wasser war übrigens kein Witz. An Chocobo-Gras kommt man nicht so ohne weiteres ran. Aber mit einem Meereschocobo ist die Ernte zum Glück ein Kinderspiel. Mhm. Bring mir 30 Büschel und beeil dich, Cloud. Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. 30? Da kann man 6 Stück. Ja, der Typ braucht Graslicht. Wir hinterfragen das einfach gar nicht, okay? Danke. Formation fliegen. Ja, hab's eingesammelt.
Obwohl, würde mich nicht wundern, wenn da noch was wäre. Da kommst du auch noch hin, Michi. Auf mein Sitz. Hallo. Mensch, du blödes Kackvieh. Will das Vieh mich eigentlich verarschen? Ich wette mit euch, irgendwo fehlt gleich eins und wir dürfen erstmal suchen gehen. Guck mal aus. Oh. Wenn so Pokémon aussehen würde, ne? Das weiß ich nicht. Ich will es aber auch nicht herausfinden.
So, hier, rauch dein Gras und sei ruhig. Bitte schön. Hallo. Hast du Chocobo-Gras gefunden? Oh, das Chocobo-Gras. Wunderbar. Hab also wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, als ich dich damit beauftragt habe. Und wozu ist das Zeug jetzt gut? Ich denke, ihr habt euch die Antwort verdient. Zuerst einmal lässt man das Gras mit ein paar Chocobo-Federn fermentieren. Anschließend muss man das Gemisch gut trocknen lassen, bevor man es schließlich kocht. Am Ende wird der Sud noch ausgepresst und herauskommt dabei Chocobo-Essenz. Und das ist das besagte Wundermittel? Nun ja, es schmeckt zumindest köstlich. Alter! Verlogener Alter! Ach, und falls ihr noch Gras übrig haben solltet, könnt ihr es im Laden eintauschen gehen. Man wird es euch anständig entlohnen. Meister, erzählt mir bitte von meinem Vater. Nicht so hastig. Eine Aufgabe wäre da noch zu erledigen. Ich hab's doch gewusst. Der Alte wollte uns von Anfang an rein gar nichts sagen. Wie undankbar. Dabei habe ich euch doch so viele Dinge gelehrt. Wäre mir neu. Sag mir nicht, dass du jetzt kein besserer Reiter bist. Beim Fangen von Selena hast du überdies gelernt, die Stimmung von Chocobos zu deuten. Und erst das Balancegefühl, das man sich beim Reiten über die Wellen aneignet. Danach sitzt man viel sicherer im Sattel. Gib's schon zu, Cloud. Du bist an deinen Aufgaben merklich gewachsen. Nicht wirklich. Ist das dein Ernst? Dann brauchst du wohl doch noch etwas Führung, um dein Glück zu begreifen. Nein. Anders ausgedrückt, eine allerletzte Prüfung. Ich habe... Willst du uns nochmal losschicken? Und wieso überhaupt Prüfung? Davon war niemals die Rede. Nein, schon gut. Bin dabei. Wunderbar. Dann trittst du jetzt gegen mich an. Was? Du darfst auch auf Selena reiten. Sollte Cloud gewinnen, dann erzählt ihr mir aber von meinem Vater, ja? Natürlich. Also bereitet Selena ja gut vor. Cloud, wenn du soweit bist, dann sag mir einfach Bescheid. Oh. Ich krieg einen Maiskolben. Ohne Witz, ich hasse diese Rennen. Da spiele ich lieber Kart oder Fort Condor. Ja, komm. Das um Gottes Willen. Hallo, wo willst du hin? Alter Mann? Ach, so, ja gut. Kann ja nur schief gehen. Bist du bereit für deine letzte ja, Prüfung? Ich denke ja. Muss ich ihn besiegen oder reicht es, wenn ich einfach gegen ihn rennen fahre? Ich muss ihn besiegen. Bist du bereit für deine letzte Prüfung? Habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt, ja, ne? Ich glaube, ja. Achso, ja. Ach, Gott. Jet the Chocobo. Nein, wie ging das nochmal? Ah, jetzt. Hä? Okay, ich muss das mal wieder... Ja, ich muss das mal wieder gucken.
dass du da aber keine Einführung kriegst. Wie es nochmal funktioniert. Da flink. Wow. Das ist Mario Kart 10, definitiv. Du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Bist ja ein richtig talentierter junger Bursche. Auch schon bemerkt? Der Punkt geht an dich. Wirst es sicher weit bringen. Und alles dank mir. Ich höre die Rennwelt schon klagen. Ehrwürdiger Meister! Löst euer Versprechen ein und erzählt mir von meinem Vater und Sam. Also gut, was willst du wissen? Als sie etwa in deinem Alter waren, glaube ich, da standen sie auf einmal auf der Matte und haben mich gebeten, sie auszubilden. Hab sie abgewiesen, weil ich mich schon zur Ruhe gesetzt hatte. Aber die Bengel sind einfach hier geblieben. Also habe ich sie Dinge für mich erledigen lassen. Und so fing es an. Nichts Besonderes. Einfach hier gelebt. Sie haben für mich sauber gemacht, eingekauft und hier und da auch Reparaturen erledigt. Das übliche Tagewerk halt. In ihrer Freizeit haben sie auf eigene Faust Chocobos beobachtet und in meinen Büchern über die Vögel gestöbert. Und ständig darüber diskutiert, wie man Chocobos am besten aufzieht. Also, die dicksten Freunde waren sie nicht. Ich wusste es. Ihre Ansichten über die Chocobo-Aufzucht waren einfach zu verschieden. Ständig sind sie darüber in Streit geraten. Manchmal sogar mit den Fäusten. Aber auch nur, weil beide so eine große Leidenschaft für die Vögel hegten. In dieser Hinsicht waren sie wie Brüder. Und ich glaube, im Grunde ihrer Herzen haben sie sich auch als solche betrachtet. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Konnte ich dir etwas von deiner Last nehmen? Was meint ihr damit? Als ich deine von Hass erfüllten Augen zum ersten Mal sah, da wusste ich, dass dir mit Wissen und Techniken allein nicht geholfen sein würde. Erst einmal musstest du dein Herz von bösen Gedanken reinigen und neu zu dir finden. Und dafür brauchtest du Zeit. Deswegen sollte er hier sauber machen? Du hast es erfasst.
Was Will nach seiner Zeit bei mir widerfahren ist, weiß ich nicht. Aber es war offensichtlich schlimm genug, dass du es Sam nun heimzahlen willst. Und das wird sicher seine Gründe haben. Allerdings dürfen Chocobos nie ein Mittel zur Rache sein. Sag mir, aus welchem Grund züchtest du eigentlich Chocobos? Vermutlich, weil ich es so geliebt habe, wenn Papa und Mama stundenlang Geschichten über Chocobos erzählten. Und unsere Ausflüge auf Chocobos haben mir auch immer riesig viel Spaß gemacht. Deshalb wohl. Gute Gründe. Du darfst sie nie vergessen. Hörst du? Sam hat es sicher auch auf den Gold Cup abgesehen. Aber lass dich von deinem Zorn nicht vom Wesentlichen ablenken. Ja, Meister. Danke für alles. Ich gehe zurück zum Gold Sourcer und treffe die letzten Vorbereitungen fürs große Rennen. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Mit dir im Sattel gewinnen wir den Gold Cup ganz sicher. Warum denn ich? Du willst doch... Warum? Erklärt mir das mal bitte jemand. Warum? Er will doch sich rächen. Warum müssen wir denn damit machen?